Ein herzliches Willkommen auf unserem Herbstopening auf der FH Campus 02. Mein Name ist Sabina Rosenberg und ich darf Sie heute durch den Nachmittag und hoffentlich auch einen sehr langen Abend führen. An meiner Seite für die meisten ja ein bekanntes Gesicht, euer ÖH-Vorsitzender David Leiner. Und heute bitte einen besonderen Applaus. Er ist nämlich eigentlich beim Auslandspraktikum in Berlin und vorgestern mit dem Auto zu uns heruntergefahren, damit er heute für euch ordentlich da sein kann, vor allem ordentlich Bier ausschenken kann. Bitte einen Applaus. Dankeschön. Ja, und vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, wir haben ja voriges Jahr das Motto Reisen gehabt. Jetzt haben wir gesagt, naja, das ist auch schon ein bisschen Tradition. Was machen wir heuer für Motto? Für die meisten, ja, selbstverständlich, aber umso wichtiger, Netzwerken, Networking. Warum? Naja, wir haben natürlich, sage ich mal, auch einen kleinen Hintergedanken dabei. Wie viele von euch schon mitbekommen haben, bieten wir ab diesem Jahr, haben wir eine Kooperation mit der App Studo, die der Campus gemeinsam mit der ÖH möglich gemacht hat und was wirklich super ist, um alle eure Tools, alle Services und quasi euer komplettes Studienleben in einer App miteinander zu vernetzen. Und natürlich ist der heutige Tag aber hauptsächlich dazu da, um euch untereinander zu vernetzen. Die Erstsemestrigen natürlich, damit man einmal ein bisschen zu einem Jahrgang wird, sich ein bisschen kennenlernt, aber natürlich auch die Leute aus den höheren Semestern und natürlich auch aus den anderen Studienrichtungen einmal kennenlernt, beim gemütlichen Bier zusammensitzt und das dann, glaube ich, gut bespricht und das Leben am Campus einmal ein bisschen, ja, schon im Vorhinein ein bisschen analysiert und weiß, was einem da so, ja, was da so passiert. Wir untereinander sind ja recht gut vernetzt, weil wir sind ja Bürotür an Bürotür und das funktioniert ausgezeichnet. So, aber was erwartet euch heute? Die meisten sind ja schon da reingekommen beim Empfang, sind die Inge und die Katja, die warten mit einem guten Schnapserl auf euch. Da gibt es aber auch noch Red Bull, Fleckbier, dann gibt es ein super Spiel mit tollen Preisen. Also bitte schaut's vorbei. Die ersten 100 Gäste bekommen auch einen Gutschein für Maroni. Ich weiß jetzt nicht, ob noch welche da sind, bekomme kein Zeichen von hinten, dann schaut einfach vorbei. Ja, und was passiert dann? Dann unser legendärer Bieranstich, schauen wir mal, ein Fass Fleckbier heuer. Dann geht es weiter zum Wurzelturnier, es kann jetzt schon angemeldet werden. Die Damen hinten, die Karina und die Katja warten schon auf euch, bitte gleich mit einem Teamnamen. Und ich habe jetzt gehört, bitte, es wird bis 8 Punkte gespielt, das ist heuer besonders streng. Gewinne erfahrt ihr dann danach, auch super toll. Es gibt dann um 17 Uhr im Hörsaal CZ002 noch ein Brain Quiz, also wer Lust hat, bitte vorbeischauen. Dann überraschen wir euch mit etwas Süßem von der ÖH und der FH. Anschließend eine tolle Tanzperformance und dann wird das Chatspiel geknackt. David, gib's uns nähere Infos. Ja, wie jedes Jahr haben wir natürlich bei unserem Schätzspiel super Preise, weil, ich meine, was wäre ein Schätzspiel ohne spannende Preise, wo wir uns gleich mal, möchte ich mich da bei unseren Sponsoren bedanken, die dieses wunderbare Schätzspiel möglich machen und die da, glaube ich, einen Ansporn bieten, den Jackpot, sage ich mal, zu knacken. Der erste Preis ist nämlich eine Canon-Kamera Ixus 85 plus eine Tasche dazu und zwei Thermengutscheine für 4 Stunden der Thermenova. Der zweite Preis ist ein 150-Euro-Gutschein der Firma Herber und eine Trinkflasche dazu. Als dritten und vierten Platz haben wir jeweils Exit-Room-Gutscheine, Thermengutscheine der Therme Amadee und Trinkflaschen. Und der fünfte Preis ist einmal ein 24-Stunden-Gutschein für eine Autovermietung der Firma Avis, ein Kochbuch und zweimal ein Frühstück im Falkensteiner Halle oben. Und als sechsten Preis haben wir wieder noch einen 24-Stunden-Gutschein für eine Autovermietung und zweimal Thermengutscheine für die Therme Fonsdorf. Was gibt es denn noch alles so zu gewinnen? Ja, da gibt es gerade zwei besondere Gutscheine, und zwar unser Fotograf, der Peter Melwinger, schwirrt da durch die Gegend, macht heute tolle Fotos von uns.
Und ihr könnt, diese Fotos werden dann ausgedruckt und ihr könnt die Bilder dann auf der Pinnwand mitnehmen. Also wenn jemand ein besonderes Erinnerungsfoto möchte, gleich den Peter ansprechen und er fotografiert euch dann. Und noch etwas Besonderes, unser Schätzspiel kommt ja wieder unserer Schule Campus 03, eine Initiative Peter Melbinger für Afrika, zugute. Also bitte ordentlich schätzen. Ja, und was gibt's dann noch? Es gibt dann noch einen 9. Preis, da gibt es ein Kaffee-Bag mit Gutscheinen und Kaffeebecher. 10. Preis Detto und 11. Preis, danke der Babsi Bortschnick, ein Loops-Heft mit tollen Gutscheinen. Und wenn ihr was gewinnen wollt, gibt es da natürlich nicht nur beim Chatspiel die Möglichkeit, sondern wie schon erwähnt, bei unserem Wurzelturnier, da könnt ihr, sag ich mal, im sportlichen Wettkampf noch ein paar Preise absahnen. Als ersten Preis, wie schon im letzten Jahr, die Murauer Bierparty, plus zusätzlich 2 Gutscheine im Wert von 50 Euro von Trachtenmoden Hieden und 2 John Harris Gutscheine. Als zweiten Platz gibt es 2-mal einen Gutschein vom ÖMDC und 2 John Harris Gutscheine. Als dritten Platz 2-mal Bildungscheck vom Wifi im Wert von 300 Euro und ebenfalls John Harris Gutscheine. Und als vierten Platz 2 hochmoderne Hocker zum Sitzen und effizienten Arbeiten und 2 John Harris Gutscheine. Begleitet wird nicht nur dieses Wurzelturnier, sondern der ganze Abend mit einem, wie schon bereits erwähnt, gemütlichen Bier, das uns von der ÖH, das wir von der ÖH gemeinsam mit der Firma Murauer ausschenken und für ein bisschen für euer leibliches Wohl sorgen. Und musikalisch sorgen unsere 2 DJs, die ihr schon vorher gehört habt, die DJs Sickert B2B Brodel für Stimmung und dass uns ja nicht langweilig wird hier. Und natürlich ist es ja auch so, diese ganzen Programmpunkte ergeben sich nicht von selbst und da möchte ich als erstes meinem Kollegen von der ÖH, Thomas Kluderer, danken, nachdem ich ja gerade mein Praktikum eben hauptsächlich in Berlin verbringe, hat er hier die Stellung und deswegen möchte ich den Thomas mal kurz auf die Bühne bitten. Bitte, kräftigen Applaus, Thomas auch von mir, herzliches Dankeschön. Und natürlich ist nicht nur der Thomas für das Gelingen dieses Herbstfests verantwortlich, sondern auch unsere Damen vom Infopoint und vor allem die Sabina Rosenberg und die Inge Dunkel, die beim Empfang hinten ist, die mich hoffentlich hört und auf die Bühne kommt. Ich glaube, sie hört uns nicht. Mag mal irgendwer rüberrufen? Inge? Katja. Inge, Katja, irgendwer? Schau, die sind so mit Arbeiten beschäftigt, dass sie es nicht... Inge? Inge? Bitte komm zur Bühne, danke. Ja, da sieht man wieder... Auf mich hört keiner. Naja. So, und damit das extra gut gelingt und für das Organisieren, haben wir für euch beide noch jeweils einen kleinen Blumenstrauß vorbereitet. Wow, danke, Mart. Als ob man nicht genug Blumen hätten. Nein, jetzt können Sie was mit Hause nehmen, auch noch von den schönen Blumen. So, jetzt muss ich ganz überrascht mal einsteigen, aber fürs leibliche Wohl sorgen auch die Damen der Firma Steirer Sturm. Die schenken drinnen Schilcher Spritzer aus und es gibt auch ein gutes Essen. Die guten Teller, die ihr da findet, sind zwar von der Steirer Sturm, aber gesponsert von der ÖH. Und ganz besonders, das hat ja wirklich schon Tradition, danke, danke, unser Maroni-Brater Gernot, dass er wieder so röstet, wo es heute so warm ist. So, ich glaube, jetzt haben wir alles Sponsoren. Jetzt darf ich bitten, unsere Rektorin, Frau Christina Illigan-Bloder, auf die Bühne und unseren Geschäftsführer Erich Brucker und anschließend bitte die Studiengangsleiter, damit eure Studierenden und Absolventen und Freunde alle herzlichst begrüßt werden. Bitte, Christina. Ja, ich sage herzlich Gott, schönen Nachmittag. Wir haben es uns verdient, wie man mein Wetter sieht. Ich kann nur sagen, ihr alle habt wahrscheinlich öfter im Jahr ein mulmiges Gefühl im Bauch, kurz vor der Prüfung. Ich habe es einmal im Jahr beim Herbstfest, kurz vorm Bierenstich. Deshalb gebe ich gleich Erich weiter, ich bin noch in der Vorbereitung. Gut, ich muss die Zeit überbrücken, bis das mental funktionieren wird, aber ich hoffe, wir kriegen das hin. Ja, herzlich willkommen an alle, die am Herbstfest teilnehmen. Wie gesagt, das Wetter ist herrlich. Ich wünsche allen Studierenden
dass das auch während des gesamten Semesters so anhält, dass es nicht nur sonnig beim Herbstfest ist, sondern vor allem auch sonnig nach den Klausuren. Nützen Sie die Zeit, um miteinander in Kontakt zu kommen. Das Thema ist Netzwerken und Vernetzen. Und ich glaube, die ÖH, vielen Dank. Und auch unsere Damen vom Infopoint, auch vielen Dank. Haben sich extra viel Mühe gegeben. Genießen Sie den heutigen Abend, den heutigen Nachmittag und auch den heutigen Abend. Viel Spaß!